Und es geht wieder weiter mit Let's Play Judgment. Ich bin SamSimuffix. Wir sind hier nun wieder in Kamerujo unterwegs und haben hier wieder unseren alten treuen Begleiter, den werten Kaito, mit dabei. Ups, hallo, Entschuldigung, bin noch ein bisschen beschwipst. Wir sind hier gerade dabei, wieder zu unseren besten Freunden zu gehen, zu der Kyurai. Und zwar haben wir herausgefunden, das wussten wir mehr oder weniger schon, dass die KJ Project, dieser riesige Baumogul, mit der Yakuza zusammenarbeitet. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen, wieso sie mit denen zusammenarbeiten, und dem wollen wir jetzt auf die Spur gehen. So, ja, wir wissen es ja, auf das wunderschöne Haus, da waren wir jetzt hin und wieder schon mal drauf. Nun gut, ansonsten haben wir beim letzten Mal mit Kuriwa gesprochen, das ist Aikes Vorgesetzter, und ja, der ist natürlich nicht ganz so glücklich, da wir hier Homura damals frei bekommen haben. Nun gut, erstmal hat aber nichts gegen uns in der Hand, wir sind doch nur ein netter gesetzestreuer Bürger, uns kann eh niemand was. Und ich denke, es ist wieder Drohnenzeit. Es ist Drohnenzeit! Drohnenzeit! So, dann schauen wir wieder. Kann ich eigentlich das Item hier aufnehmen mit der Drohne? Ha, cool! So, also. Wir wissen ja, er ist ja eigentlich hier im obersten Stock. Wartet. Da und da sollte er sich befinden. Der Lümmel. Ups. Entschuldigung. So. Soll ich jetzt Hallo sagen, oder? やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきからなんか人が少なすぎねえか。そうか。動く。昨日うちのが松金組弾いたとこやね。 登場会の開始を楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？カイトさん、どうするって。こんなのどうしようもねえだろう。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。 傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭。 塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、猿ぐつばと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。<笑>お前ら長い夜になるで。 舐めた真似し腐って
そいつからぶち殺したり。え？タボ。やるや。なや。お前。なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞ、タボ。Jester? Alter, Mann, du bist auch so ein Held, Kaito. Captain des Kyo Clan Chotoshiro. Du hättest mir aber so ruhig was sagen können, bevor wir hier so loslegen. Kann ich die nicht einfach alle vom Dach runterschmeißen? Schmeiß, Junge! Seht ihr, da kommt übrigens die Verstärkung. Genau das wollte ich so. Aber zu dritt sollte das ja kein Problem sein, oder? Bam! Hab jetzt keinen Bock, Mann. Dicker. Alter. Ich bin froh, dass wir wieder ein paar tödliche Wunden wahrscheinlich in diesem Kampf bekommen. Was haben wir da? Eine Kamera. Oh, geil, die hat ein Foto gemacht. So, ihr seht, da kommt jetzt Verstärkung, oder sehe ich das falsch? So. Leute, da sind immer so nette Details dabei. Zum Beispiel der eine, der da rübergelaufen ist und gestolpert ist. Was macht der jetzt? Hat der gerade gebreakdanced oder hier was? Schmeiß ihn noch! So, komm, kein Problem, kein Problem. Genau. Alter, er stirbt, mein Freund hier. So, der macht uns hier abblatt, der eine Typ. Komm, Alter, wieso machst du immer diese schwule Breakdance-Aktion, wenn ich dir sag, dass du... So, Mann. Eieiei. Und der ist ja ein Captain damit. Voll dumm, Mann, der hätte immer die ganze Zeit ihren Dreiecksmove raushauen sollen, wenn er am Boden gelegen ist, aber hat er irgendwie nie gemacht. Egal. もういい。ずらけるぞ、タボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん。わかった。え？来んのかよ。ま、待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ。お面が必要なほどブサイクじゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし行くぞ。あんたら、なんでわざわざうちに集まってくんだよ。
もしかして迷惑だったか？そりゃ兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。大体そいつ誰です？名前は杉浦文也。Geläufter Dieb, Fumia Sugiura. Cooler Typ. Ore wa mai ni mo kono Sugiura-kun ni tasukeraeta nda. Sono omen, rei no Kamuro-chou no settou-dan tte no ga, tashika sonna no kabutten da yo na. Asoko wa mou nuketa yo. Ima wa hitori. Sore yori omae, sakki wa nande ano ba ni ita? Iitaku nai ka? Ya.どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。梶平？協力会のバックについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ？それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が協力会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのは何でだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって。いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ、調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか？どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は協力会。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。もう帰れよあんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ、持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。
俺は事務所に戻るよ。お、じゃあな。Von wem ist das denn? Ja, Kommissar, komm schnell, eine Führer der Kane-Gang ist hinter mir her und hat einen Freund von mir schwer verletzt. Er hat seine Männer mitgebracht, also sei bitte vorsichtig, aber ich glaube an dich. Du kannst sie retten. Maximale Bedrohungsstufe. Wenn die maximale Bedrohungsstufe erreicht ist, sind nicht nur haufenweise Kenshin-Mitglieder unterwegs, sondern es erscheint auch Kenshin-Gang-Anführer irgendwo in der Stadt. Um die Bedrohungsstufe zu senken, musst du entweder diesen Anführer besiegen oder etwas abwarten. Was habe ich denn getan? Bedrohung 100, ja komm, dann mache ich den Blatt. Aber davor wäre es nicht mal schlecht, wenn ich was essen würde, weil irgendwie bin ich halb tot. Stehen schon die Ersten, oder? Kommt's alle her, Mann! Ja! Ihr Penner, Mann, ihr habt mich noch nicht geheilt. Ja, wie komme ich an den Anführer? Würde mich eigentlich interessieren, dass ich den mit dem Gameplay abmachen. Komm schon. Komm schon. So, hier oben traut ihr euch nicht zu kämpfen. Hier seid ihr in meinem Revier. Wo kann ich hier was essen? Nein, ich möchte mit niemandem sprechen. Ich möchte nur was essen. Ah, wenn ich jetzt wieder mit ihm spreche, dann habe ich wieder Freundschaftsevent. Alter! Das ist super teure Essen. So. Bitte kein Event. Bitte kein Event. Bitte kein Event. Ha, oh, Glück gehabt. So. Gut. Also, der Sugiura, der ist zwar nett und so, aber trotzdem ein ziemlich gefährlicher Typ. Das dürft ihr nicht vergessen, Mann. So, was wir von dem hier bis jetzt gesehen haben. Mit dem sollte man sich nicht unbedingt hier es verscherzen. So. Alter, ich wollte zur Honda gehen und mich ein bisschen mit dir prügeln. Ein Name vom Barkeeper. Hallo, was gibt's, Masson? Wir lüften das Geheimnis um Mari. Ich dachte, du wärst gern dabei, falls du Zeit hast. Hm, Mari? Meinst du das ernst? Diese Frau hat auf Biegen und Brechen nicht reden wollen. Vielleicht, aber heute ist es soweit, Kumpel. Besonders, wenn du da bist. Und warum das? Einige Stammkunden haben eine kleine Wette laufen, was ihr Beruf sein könnte. Bisher hat noch niemand richtig geraten, also dachte ich, das wäre das Richtige für dich, Herr Detective. Ich war doch gerade eben im Tender. Vermisst du mich schon? Jetzt sei nicht so. Wenn du gewinnst, bleibt kein Geld auf dem Tisch. Wir sehen uns, Kumpel. Hä? Hey? Kenn ich gar nicht. Hab noch nie was von einer Mari gehört. Wenn der jetzt weg ist, dann muss ich mich aufregen. Er will nichts von euch. So. Zack. Bedrohungsstufe sinkt, oder? Besonders wenn wir einfach so ein paar Hans Wurstel hier besiegen. Macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich müsste es ja dann steigen, oder? Honda Sam. Wo ist er? Ah, da bist du ja. Koga, die faule Drecksau, hat mich gebeten, dir den Arsch zu treten. Aber der Grund ist eigentlich Hauptsache, ich kann gegen dich kämpfen. Ha! Ich könnte ewig weitermachen. Wieso lassen wir nicht stattdessen die Fäuste sprechen? Kenshin-Gang-Anführer Renji Konda. Du hast eine Sache vergessen. Da ist ein Popo da, das heißt, ich kann mir einfach Heilidens wieder kaufen, wenn ich welche brauche. So, komm raus, du Weichei. Oder soll ich einfach wegspazieren? Was kann ich denn hier aufnehmen? Oh, ein Plastikbehälter. Ja, mach den schönen Popos kaputt. Er lauert nur. Haha, jetzt wollte er gerade seinen Special Move bei mir einsetzen. Von wegen. Dragon Fist! Vampers, oder? Friender. Bam! Honda, du. Sicher, dass Kämpfen deine Berufung ist? Glaube ich gerade weniger. Okay, haben wir einen schönen Block gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut.
beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir werden dann hier zu den Freunden gehen. Davor machen wir noch kurz einen Abstecher bei Itinose wieder. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Judgment. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.